Wir haben rund 10.000 Mitarbeiter. Das geht von der Spitzenmedizin im Krankenhaus oder von der Akutmedizin im Krankenhaus bis zur wohnortnahen Betreuung durch den Hausarzt bzw. durch den Hauskrankenpflegedienst und somit eine Betreuung um 360 Grad. Also der Sanitätsbetrieb ist für die gesamte gesundheitliche oder sprich ärztliche Versorgung der Südtiroler Bevölkerung im Lande zuständig. L'azienda sanitaria è un'azienda che investe nei giovani. È un'azienda che ti permette di crescere professionalmente, che ti dà gli strumenti per crescere, per ampliare le conoscenze, le proprie competenze. Un'azienda che valorizza le professionalità e permette a chi lo vuole di raggiungere posizioni apicali. Wenn ich mich fortbilden will, dann kann ich das. Ich muss es sogar. Das heißt, ich habe dort Möglichkeiten, die sich woanders nicht bieten. Und wenn jetzt dann eben noch Forschung, Innovation und Lehre dazukommen, dann gibt es auch da nochmals zusätzliche Möglichkeiten. Das heißt, Forschung, Innovation und Lehre sollen Teil der Routine werden, Teil unserer alltäglichen Tätigkeit. L'azienda sanitaria dell'Alto Adige è un'azienda diciamo, sempre orientata verso il paziente, è un'azienda attenta alle esigenze dei propri collaboratori e con un occhio verso diciamo, le nuove tecnologie e le innovazioni organizzative. Der Beruf ist nicht leicht, aber sehr abwechslungsreich. Man sieht viel, man lernt auch viel. Jeden Tag während der Arbeit. Carissime studentesse, cari studenti, carissimi studenti di infermieristica e della professione di ostetricia, benvenuti a tutti. Sono felice di poter accogliervi in questo contesto. Saluto naturalmente le nostre autorità, i nostri referenti che si sono messi a disposizione delle vostre domande per tutta la serata. E vi darò poi alcune informazioni tecniche e organizzative per non rubare tempo alle vostre domande e a quanto vi diranno i nostri referenti. Presento innanzitutto il mio collega di eRecruiter, Christoph Zötzsch, il quale mi accompagnerà nella moderazione della serata. Vielen Dank, Silvana Ecker vom Recruiting Team. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Veranstaltung Investment for the Future. Unser Gruß gilt insbesondere den Studierenden der Krankenpflege und der Geburtshilfe. Sie stehen heute im Mittelpunkt dieser Veranstaltung. Eigentlich gehörten Sie in die erste Reihe, lässt sich aber aus architektonischen Gründen schwer verwirklichen. Deswegen haben wir wichtige Exponentinnen und Exponenten des Südtiroler Gesundheitswesens. Betriebes und auch darüber hinaus gebeten, hier vorne Platz zu nehmen. Diese Exponentinnen und Exponenten werden entweder Grußworte an Sie richten, die Veranstaltung offiziell eröffnen oder auch Kurzvorträge halten zu relevanten Themen, die Sie interessieren dürften. Nach diesen Kurzvorträgen gibt es Erfahrungsberichte einiger unserer Mitarbeitenden und ein ganz wichtiger Tagesordnungspunkt ist die Fragerunde. Sie haben dann die Möglichkeit, direkt Fragen zu stellen. Sollte etwas noch nicht klar sein, sollten Sie noch offene Fragen haben, bitte stellen Sie die Fragen an unsere Persönlichkeiten hier vorne. Es sind ganz liebe Leute, die gerne auf Ihre Fragen antworten. Anschließend gibt es da hinten dann auch noch Infopoints, bei denen Sie sich noch Fragen stellen können, also das Amt für Anstellung wird präsent sein, die Pflegedirektion natürlich, Kammer der Pflegeberufe und im unteren Stock gibt es dann den geselligen Teil, ein Aperitif. Jetzt genug der einführenden Worte.
Ich glaube, wir können starten. Du hast, glaube ich, noch eine Information bezüglich, du hast da noch was in der Hand, etwas Wichtiges. Sì, grazie Christoph. Sì, volevo dare appunto anch'io delle informazioni tecniche, come ho detto prima. Allora ci sarà circa una mezz'ora nella quale verranno dati i saluti e l'accoglienza da parte delle nostre autorità. Stiamo aspettando il presidente della provincia che è in viaggio, sta arrivando. E poi ci saranno delle informazioni generali che interesseranno sicuramente voi sui temi che vi toccano da vicino. Dopodiché verrà dato spazio anche a delle testimonianze che abbiamo visto sono sempre molto importanti per sapere un po' come la gente effettivamente si trova da noi in questa grande azienda. E ci sarà spazio per le vostre domande e mi raccomando non lesinate le domande in nessun modo perché i nostri referenti sono abituati a rispondere a tutte le tipologie di osservazioni e domande e ci servono naturalmente per migliorare, per farci delle riflessioni su quello che dovremo fare. Come ha detto Christoph, come avete potuto vedere, ci sono degli info point in fondo alla sala ai quali voi vi potrete rivolgere a termine della serata e dove verranno dati approfondimenti sui temi anche che sono stati affrontati in plenaria. Voi avrete referenti che parleranno una lingua e delle slide nell'altra, quindi se ci sono delle cose che magari non capite, poi potete richiederle agli info point. Una cosa importante ancora vi volevo dire, naturalmente dopo il giro di domande gli info point sono a disposizione e ci sarà naturalmente l'aperitivo e della buona musica sotto che vi attende. Rispetto alla lanyard, a questo cartellino che vi abbiamo consegnato, vi vorrei chiedere gentilmente di fare attenzione al QR code feedback Fragebogen, allora questionario di feedback. Per favore mandateci il vostro feedback sulla serata, sono pochissime domande, un paio di minuti e per noi è molto importante perché ci dà la possibilità di dare risposte sempre più precise alle vostre richieste, alle vostre esigenze. Detto questo, iniziamo. Ci sei tu, Christoph, glaube ich. Weil Dr. Kompatscher kommt ein wenig später. Landeshauptmann kommt eben ein wenig später und deswegen darf ich jetzt ganz herzlich begrüßen und auf die Bühne bitten den stellvertretenden Generaldirektor, Herrn Dr. Enrico Vega. Herzlich willkommen, vielen Dank fürs Dasein. Einen schönen guten Nachmittag von meiner Seite, buon pomeriggio a tutte e a tutti. Anche se noi maschietti mi sa che oggi siamo in assoluta minoranza. Io e il dottor Zerzel più o meno siamo uguali, soprattutto in altezza, siamo 1,90 m tutti e due, come vedete, quindi insomma abbastanza ci assomigliamo. Scherzi a parte, benvenute, benvenuti. Devo dire che avete fatto una scelta giusta nel momento giusto. Avete scelto una professione che oggi è sicuramente tra le più richieste, tra le più ambite e quelle dove avete la possibilità probabilmente di scegliere, non voglio dire qualunque posto, qualunque situazione o qualunque tipo di lavoro. Buon pomeriggio Presidente. E quindi siamo sostanzialmente, dobbiamo essere noi capaci, noi bravi, noi attrattivi e quindi dobbiamo raccontarvi, dobbiamo spiegarvi e dobbiamo fare in modo di renderci il più possibile attrattivi, il più possibile bravi ad accogliervi e per questo ovviamente tutti quelli che parleranno dopo di me vi spiegheranno quali sono i nostri ambiti, i nostri punti di forza, quello che vi possiamo offrire. Quello che vi posso dire è che sicuramente vi potremo offrire un lavoro di alto livello, un ambiente lavorativo sicuramente buono, delle opportunità di formazione, di carriera e di sviluppo professionale di alto livello. In Italia, all'estero, perché abbiamo, come poi vi spiegheranno bene, programmi di formazione
appositamente preparati per voi. L'importanza che l'azienda sanitaria dell'Alto Adige dà al ruolo delle professioni sanitarie è anche dimostrato dal fatto che unici in Italia la direttrice tecnico-assistenziale siede nella direzione generale allo stesso rango, con la stessa importanza e con la stessa valenza del direttore sanitario, del direttore amministrativo, coordinati dal direttore generale. Questo significa che fin dalla nascita di questa azienda sanitaria, l'azienda stessa è la politica, perché la politica ha fatto una legge per questo, ha creduto nella valenza, nell'importanza e nel ruolo delle professioni sanitarie, ed è per questo che appunto la nostra direttrice tecnico-assistenziale concorre con tutto il resto della direzione alla scelta delle decisioni strategiche dell'azienda. Non voglio portare via tanto tempo, perché poi ovviamente quello che sarà importante saranno le domande che voi dovete fare e che porrete a tutti i nostri referenti, quindi io vi ringrazio ancora veramente di cuore di essere qui. Saluto il dottor Eisendel, che vedo qui, che è il direttore della scuola Claudiana, la dottoressa Favari dell'OPI. Non so se mi dimentico qualcuno, poi magari Marianne mi aiuti dove mi sono dimenticato. Abbiamo fatto uno spostamento, diciamo, di inizio fra il presidente della provincia e me. Ringrazio il Landeshauptmann di essere qui. Questo dimostra la vicinanza che lui ha nei confronti di questa azienda. Adesso, anche nel suo nuovo ruolo di assessore alla salute, si è preso un'altra bella rogna. Sta cominciando a conoscerci un po' meglio rispetto a prima, ovviamente, che era un pochettino più, diciamo, sopra e ascoltava. Adesso invece ci conosce direttamente. Lo ringraziamo per il suo sostegno, per le sue sprone, per come ci sostiene, sia dal punto di vista, vorrei dire, morale, sia dal punto di vista economico, che non è una cosa da poco, visto e considerato che tutti gli investimenti, tutte le cose che dobbiamo fare devono essere ovviamente supportate dalla politica, anche con il denaro. Grazie ancora a tutti e buon proseguimento di serata. Grazie, dottor Vegar. Allora, adesso ho il piacere di presentare e di invitare sul palco il presidente della provincia, il dottor Arno Kompatscher. Adesso abbiamo anche capito perché è sempre in forma smagliante, visto che corre di qua e di là, da un evento all'altro, un impegno all'altro. Grazie, dottor Kompatscher. Liebe Studierende des Krankenpflegerberufes, liebe Hebammen und Geburtshelfer oder angehende Hebammen und Geburtshelfer, cari studenti, cari studentesse della professione infermieristica, ma aspiranti ostetrici e ostetriche, liebe Vertreter des Gesundheitsdienstes, der Claudiana im Besonderen, aber alle Anwesenden des Teams. Ja, zunächst einmal, es soll Wertschätzung sein, cioè questo vuole anche essere segno di apprezzamento. Come al solito, in ritardo, perché chi calcola da un appuntamento all'altro un quarto d'ora a Bolzano già sbaglia sin dall'inizio. Mir geht es heute darum, dass ich Ihnen vielleicht ein paar Dinge mit auf den Weg gebe, woran ich ganz persönlich glaube und wo ich auch überzeugt bin, dass nicht nur die aktuelle Südtiroler Landesregierung daran glaubt, sondern wahrscheinlich auch die nächsten, die es sein werden, dann glauben werden müssen. Cioè, oggi questo è proprio il tema. Noi abbiamo qualche idea su quello che sarà il futuro sviluppo della nostra società e questo è collegato in modo molto importante a ciò che voi andrete a fare. Wir haben den großen Wandel der Gesellschaft. Wir haben große Herausforderungen, Klimawandel, cambio climatico, ovviamente, tema che ci riguarda tutti.
la globalizzazione, la digitalizzazione, però c'è il cambio demografico. Und mit dem demografischen Wandel ist eines verbunden, dass wir einmal immer mehr Menschen haben werden, die Pflege brauchen, die ärztliche, sanitäre Betreuung brauchen, aber gleichzeitig auch immer weniger Arbeitskräfte haben werden, die diesen Beruf leisten können. Abbiamo una mancanza, una carenza di forza lavoro in tutte le professioni. Cioè, chi cerca il geometra, chi cerca l'ingegnere, IT, tutte le professioni, tutti i mestieri attualmente, diciamo, e tutte, soprattutto le imprese, le aziende, pubblico e privato, sono in cerca di forza lavoro. Però c'è un settore dove questo non è un fenomeno nuovo, ma è già conosciuto da anni e sempre in crescendo. Voi avete scelto una professione che ha un valore sul mercato che è in continuo aumento e crescerà ancora. So begehrt wie Sie es sind, ist keine auszubildende Berufsgruppe. Und wir spüren das natürlich auch in Südtirol, wir stehen im Wettbewerb. E la concorrenza è davvero micidiale. Cioè noi tutti tra le regioni italiane, ma anche noi come territorio confinante anche con l'Austria, la Svizzera e la Germania vicina, siamo in una concorrenza a volte anche sleale, diciamolo pure, per attirare voi, gente che fa, che ha questa formazione e che vuole fare questa professione. Und wir sind uns dessen bewusst. Früher war es so, dass Arbeitgeber, dass man zum Gespräch gegangen ist, zum Vorstellungsgespräch und dann der Arbeitgeber gesagt hat, das haben Sie gut gemacht, Sie kommen in die nähere Auswahl. Heute ist es so, dass man zum Vorstellungsgespräch geht und am Ende der Bewerber, die Bewerberin sagt, mein lieber Unternehmenschef, Sie haben das recht gut gemacht, Sie kommen in die engere Auswahl. Und so geht es uns, Gesundheitsbetrieb. Cioè noi dovremmo dimostrare di essere abbastanza bravi per avere voi come collaboratori e collaboratrici. Questa sarà la nostra ambizione. E sappiamo che abbiamo già fatto tanto e che dobbiamo ancora fare tanto. Quel che abbiamo fatto soprattutto è cercare di darvi la migliore formazione possibile. Con la Claudiana, una formazione di alta qualità, e anche qui il processo è di continuo sviluppo, anche perché le materie che bisogna insegnare cambiano, come cambia anche la scienza della medicina e tutto quanto. Adesso abbiamo aperto anche un'altra sede, wir haben jetzt erstmals auch Bruneck als weiteren Ausbildungsstandort. Wir haben auch ein Abkommen natürlich mit der Fachhochschule für Gesundheitsberufe in Innsbruck, wo wir Studienplätze bereitstellen. Wir haben auch die 6 Euro Taschengeld auch hier eingeführt für die Praktikastunden, um auch hier im Wettbewerb stehen zu können. Und es wird noch vieles mehr geben in diesem Bereich. Wir haben aber vor allem eines im Blick. Noi vorremmo soprattutto fare una cosa, creare ambiti di lavoro dove sarete accolti dai vostri colleghi, dove non sarete lasciati soli. Anche questo è una grande sfida, un tema importante, però il tema è quello che oggi si lavora in team, e questo l'avete già studiato e ve ne sarà stato detto 1000 volte, però questo anche rispetto reciproco, questo volersi bene nel luogo di lavoro sarà un tema importante anche e soprattutto per i nuovi arrivati. Noi vorremmo che voi foste e sareste e dovreste essere accolti e lo sarete proprio come un nuovo membro di famiglia. Perché quello che vogliamo creare tutti noi è anche una corporate identity dell'azienda sanitaria Alto Adige, Gesundheitsbetrieb Südtirol, di cui essere orgogliosi. E ce ne sono tanti motivi per cui essere orgogliosi. Abbiamo una medicina che è davvero ad altissimo livello, soprattutto per quanto riguarda una regione, diciamo, un mondo, diciamolo, rurale, piccolo, non siamo un grande centro urbano, una metropolitana. E abbiamo le infrastrutture e le strutture. Abbiamo gli ospedali, abbiamo anche tutte le altre strutture che sono ad altissimo livello, ce lo riconoscono tutti chi viene da fuori. Aber allein mit den Mauern
col calcestruzzo non si fa medicina, non si fa cura, non si fa assistenza. Questo lo si fa soltanto con le persone. Voi siete la cosa e sarete la cosa più importante, cioè l'elemento più importante, non la cosa, l'elemento più importante di tutto, di tutta la strategia. Perché ciò che conta alla fine è la professionalità, ma anche l'umanità delle persone, e questa la si esprime giorno per giorno ed è faticoso. E proprio per questo ci vuole una cornice che funziona. Adesso soprattutto che vogliamo andare anche di più sui territori, in periferia. Questo sarà finanziato come, di nuovo come strutture col PNRR, il famoso PNRR. Però anche di nuovo, senza il personale formato non faremo proprio niente. Avremo bisogno di personale formato, motivato, a cui piace fare il lavoro. E per questo dobbiamo prevedere anche tutte queste cose che oggi la gente chiede, che voi giustamente chiedete. Work-life balance, la possibilità di conciliare famiglia e lavoro. Anche il tema di avere poi delle situazioni di flessibilità e di formazione continua, di poter fare carriera. Tutto questo lo vorremmo offrire. Vedete, io sono qui per farci belli, perché vogliamo proprio farvi capire che non solo abbiamo bisogno di voi, perché, ma sappiamo anche che dobbiamo fare la nostra parte. E ripeto, ho avuto adesso l'opportunità di lavorare per qualche mese anche da assessore alla salute con lo staff a livello provinciale, ma anche a livello dei singoli comprensori. E c'è grande impegno proprio per far questo. Sì, ci sono ancora cose che devono funzionare meglio, che dobbiamo cambiare, però siamo su una buona strada. E perciò noi vi aspettiamo, vi attendiamo per accogliervi, per far parte del nostro team, e ditelo anche a tutte le vostre colleghe e ai vostri colleghi, perché ne avremo bisogno anche di loro. Ich bedanke mich abschließend für die Organisation des heutigen Events. Das ist wichtig, Information, Austausch, die Fragen beantworten können. Wir wollen auch das dauerhaft machen, immer Ansprechpartner sein. Auch das ist ein Ziel von uns, es gelingt uns noch nicht immer, aber wir wollen das sein. Für unsere Mitarbeiter und Mitarbeiter, aber auch für die, die es einmal werden wollen. E perciò grazie, perché questo è importante, lo scambio e soprattutto dare le risposte. E auguro a voi tutti proprio che questo succeda oggi, dass das heute möglich ist, und wünsche noch einen schönen Nachmittag, Abend, ja, den wir hier jetzt gemeinsam verbringen können. Alles, alles Gute, tanti auguri a voi. Ho scritto, ma adesso mi diranno, non hai detto quello che ti avevamo scritto, perché ha appoggiato la cosa, ha parlato a braccio. Vielen Dank, Herr Landeshauptmann, für Ihre treffenden Worte. Die Mauern machen es nicht aus, die Strukturen machen es nicht aus, sind die Menschen, die in unserem Betrieb arbeiten, gut ausgebildete, motivierte Mitarbeitende, welche weiterhin eine hohe Versorgungsleistung bieten können. Und eine Garantin für eine hohe Versorgungsleistung werde ich jetzt ganz herzlich begrüßen. Unsere Pflegedirektorin, Frau Dr. Marianne Siller, vielen Dank für dein Kommen. Tja, einen wunderschönen guten Abend meinerseits. Un caloroso e cordialissimo benvenuto anche da parte mia. Das Foto wird immer schlimmer, weil ich damals noch blond war und heute weiß bin, was dem Alter zuzuschreiben ist, aber nicht der schwindenden Kräfte. Entsprechend bin ich heute hier, um bei Ihnen zusammen mit den Vertreterinnen der Landesregierung, unseres Landeshauptmannes, den ich sehr herzlich danke, dafür heute hier zu sein. Es ist eine besondere Ehre. Ich darf mich auch bedanken bei Ressortdirektor Dr. Burger. Es ist nicht alltäglich, diese Menschen hier zu haben, und auch von daher schon eine große, große Ehre. Ich darf mich auch bedanken bei den Vertreterinnen der Berufskammern, die heute hierher gefunden haben, OPI. Für OPO steht auch noch ein Tisch zur Verfügung. Ich darf mich für die Vertreterinnen des Universitären Ausbildungszentrums Claudiana bedanken, Dr. Eisenle und Dr. Bocchio, die ich hier sehe, bei den Tutorinnen, die ja, uns jetzt
diese wunderbaren Menschen übergeben werden, sofern sie sich für uns entscheiden, um dann im Südtiroler Sanitätsbetrieb weiter zu arbeiten. Einen schönen guten Abend auch meinen Kollegen Führungskräften und Mitarbeiterinnen des Südtiroler Sanitätsbetriebs, aber ganz, ganz besonders einen schönen guten Abend Ihnen, verehrte Studierende des Universitären Ausbildungszentrums Claudiana, die Sie heute hierher gefunden haben. Ja, wir bewerben uns bei Ihnen. Der Präsident hat es schon angeschnitten. Die Zeiten haben sich verändert und ich hoffe, dass wir nach diesem Abend in die nähere Auswahl kommen. Sie dürfen uns auf den Prüfstein stellen. Come avete già sentito, insomma, siamo il datore di lavoro, uno dei datori di lavoro più grandi di questa provincia. Offriamo assistenza sanitaria a oltre 530.000 abitanti della nostra bellissima provincia, assistenza che offriamo e garantiamo in 7 ospedali e 20 distretti sanitari. Un'offerta che va dalla prevenzione alla diagnosi, alla cura, all'assistenza infermieristica, assistenza ostetrica, riabilitazione e palliazione. Als größter Arbeitgeber in Südtirol haben wir, und das haben Sie gehört, Bedarf an Verstärkung, an jungem Blut. Und dieses junge Blut, diese junge Kraft, dieses junge Know-how, dieses Unvoreingenommensein und mit wachen Augen in die neue Praxis zu gehen, das wünschen wir uns, das wünschen wir uns sehr, brauchen wir auch. Und als solche möchten wir einfach heute Ihre Aufmerksamkeit anziehen. Wir möchten Ihr Interesse wecken und natürlich, wir möchten Sie für uns gewinnen. Für uns gewinnen, weil wir jede Menge zu bieten haben. Sicher ist die Gesundheitsversorgung in diesen Zeiten auf der einen Seite eine Freude und auf der anderen Seite eine große Herausforderung. Aber dieser Herausforderung stellen wir uns sehr, sehr gerne. Und wir haben auch viele Instrumente, um uns diesen Herausforderungen zu stellen. Und entsprechend möchten wir Ihnen heute Abend einfach auch unsere Möglichkeiten vorstellen, was jetzt die Einstellungsmodalitäten angeht. Und was Ihnen mit Sicherheit, was Sie mit Sicherheit sehr, sehr interessieren wird, das sind die Gehälter, die Einsatzplanung, die Dienstplangestaltung in unseren Abteilungen, in den Diensten, welche Weiterbildungsmöglichkeiten Sie haben, die Sprachförderung, die wir für Sie zur Verfügung stellen, Karrieremöglichkeiten, die wir Ihnen bieten können und, weil wir so viele Frauen hier sind, die Vereinbarkeit Familie und Beruf. Womit ich jetzt überhaupt nicht sagen will, dass das nur ein Thema für Frauen ist. Aber natürlich für Frauen nochmal eine besondere Bedeutung hat. Cogliamo anche l'occasione per dare voce ai nostri collaboratori e alle nostre collaboratrici che sono sedute qui davanti e che parleranno e testimonieranno dopo dell'esperienza lavorativa presso la nostra azienda. Non sentirete quindi solo, tra virgolette, i dirigenti, ma avrete anche il contatto diretto con i nostri collaboratori. Un contatto diretto che tra l'altro avete già avuto perché avete fatto tirocini nei nostri reparti e nei nostri servizi. Trovate il top e il middle management dell'azienda sanitaria qui oggi riuniti per voi. Cogliete l'occasione, chiedete, siamo qui per voi. Nutzen Sie die Gelegenheit, wir werden Ihnen gerne Rede und Antwort stehen, zum einen hier vorne, hinten dann bei den Infopoints und auch unten beim Aperitif. Und sowieso und überhaupt können Sie uns, denke ich, generell anrufen, anschreiben. Wir stehen für Sie zur Verfügung, weil wir Kraft- und Herzensmenschen suchen, die uns in dieser Herausforderung, die Gesundheitsversorgung für die Südtiroler Bevölkerung zu stemmen, unterstützen und sich der Herrenaufgabe stellen, sich um das zu kümmern, was wohl das Wichtigste ist, die Gesundheit. Denn wenn die Gesundheit nicht mehr da ist, dann fehlt vieles, wenn nicht alles. Ich hoffe, wir legen heute Abend den Grundstein für Ihr Interesse und dafür, dass wir in die erste Auswahl kommen. Und entsprechend wünsche ich uns allen einen sehr, sehr informativen Abend,
wundervolle Begegnungen, die vielleicht auch über den heutigen Tag oder über den heutigen Abend hinausgehen und einen sehr gelungenen Austausch. Ich danke Ihnen. Ringrazio la dottoressa Siller per queste parole e adesso vorrei invitare tutti voi ad ascoltare questi interventi che verranno sui temi che ha già anticipato la dottoressa, quindi formazione, lingua, carriera, la conciliazione famiglia e lavoro. In particolare invito la dottoressa Balduzzi Sabrina, la direttrice della ripartizione e amministrazione del personale, a salire sul palco, che vi parlerà delle modalità e possibilità di assunzione, Einstellungsmodalitäten. Grazie. Grazie. Buonasera anche da parte mia. Il mio intervento sarà molto breve e semplice perché nel frattempo abbiamo semplificato, snellito molto tutte le procedure di assunzione, in particolare per le professioni infermieristiche e in parte anche per il profilo di ostetrica, quindi vi do qualche informazione di massima, ma il sistema è veramente molto semplice per l'accesso nella nostra azienda. Prima di tutto tre, diciamo, punti fondamentali, tre priorità secondo il mio punto di vista, che magari possono sembrare banali ma che diventano importanti per l'assunzione nella nostra azienda. In primo luogo l'apprendimento della seconda lingua, come sapete è un requisito fondamentale per essere strutturati, quindi assunti a tempo stabilmente, a tempo indeterminato nelle nostre aziende, nella nostra azienda. Pertanto suggeriamo e suggerisco di approfittare del vostro percorso di studi, avete la fortuna di frequentare una scuola bilingue, quindi approfittare di questo periodo per migliorare le vostre competenze linguistiche e per quanto possibile anche per conseguire il patentino di bilinguismo. Quanto prima tanto meglio, una volta conseguito il patentino di bilinguismo non ha una scadenza e avete sotto mano la chiave, diciamo, per un'assunzione stabile nell'azienda sanitaria dell'Alto Adige. Un altro aspetto che può anche sembrare un po' banale, ma che a volte costituisce un elemento problematico al momento dell'assunzione, è la dichiarazione di appartenenza linguistica. Per coloro che non sono residenti in provincia di Bolzano si tratta semplicemente di presentarsi al tribunale e rendere aggregazione ad uno dei gruppi linguistici, quindi è un'operazione molto semplice, relativamente veloce. Per coloro che invece sono sempre stati residenti in provincia di Bolzano è importante accertarsi di aver reso adeguatamente la dichiarazione di appartenenza al compimento del 18° anno di età. Per coloro che hanno trasferito la loro residenza in provincia di Bolzano dovrebbero aver ricevuto dal comune di residenza una richiesta di aggregazione al gruppo linguistico, ad uno dei tre gruppi linguistici, richiesta che deve essere adempiuta entro 12 mesi. Qualora ciò non sia avvenuto, la dichiarazione di appartenenza può essere rilasciata solo dopo 18 mesi. Questo in alcuni casi ha costituito un elemento bloccante per l'assunzione, quindi suggerisco di accertarvi che la vostra posizione sotto questo punto di vista sia regolare e non ci siano sorprese al momento dell'assunzione. Iscrizione all'albo, bene, ovviamente è elemento indispensabile, sicuramente lo conoscete, anche in questo caso ovviamente è presupposto per inoltrare la domanda e per l'assunzione, quindi è necessario, diciamo, informarsi subito appena conseguito la laurea sulle tempistiche per l'iscrizione all'albo professionale. Fino al 31/12 abbiamo ancora l'obbligo vaccinale, che poi insomma probabilmente verrà meno, ma in questo momento è ancora uno degli elementi necessari per l'assunzione. Procedure di assunzione, come dicevo, sono molto snelle. Innanzitutto per il personale bilingue, il personale accede in un primo momento con un contratto a tempo determinato in attesa della prossima procedura concorsuale. Noi bandiamo procedure concorsuali per il personale infermieristico e anche per le professioni di ostetriche più o meno una volta all'anno. L'ultimo si è espletato nella primavera di quest'anno per il personale infermieristico, quindi grosso modo all'inizio del prossimo anno, in primavera, si potrà attivare una nuova procedura concorsuale. In attesa della procedura concorsuale noi possiamo stipulare un contratto appunto a tempo determinato.
Le graduatorie sono sempre aperte, quindi in realtà non c'è una scadenza, non c'è una graduatoria, è sufficiente inoltrare una domanda e le domande, secondo l'ordine di arrivo, vengono immediatamente inoltrate alla direzione infermieristica interessata sulla base della vostra scelta rispetto ai 4 comprensori. La direzione infermieristica nel giro di qualche giorno vi contatta e valuta le vostre richieste, le nostre necessità, i vostri desideri, insomma, le vostre preferenze. Per il personale non bilingue, da molto tempo, da 5 anni, abbiamo già la possibilità di reclutare personale anche privo del patentino di bilinguismo. In questo caso offriamo dei contratti annuali che si possono rinnovare alla scadenza, quindi ogni 12 mesi, per la durata massima di 5 anni, nel corso dei quali comunque offriamo una serie di strumenti per aiutarvi nell'apprendimento della seconda lingua, quindi rimborsi spese, riconoscimento orario, rimborsi e agevolazioni per il soggiorno all'estero, una serie di strumenti che vi consentiranno di, sicuramente nell'arco di 5 anni, di raggiungere il requisito del patentino di bilinguismo, che per il vostro profilo corrisponde al livello B2. Ecco, per me è più o meno tutto. Vi lascio qualche contatto per quanto riguarda le direzioni infermieristiche, che come dicevo sono la vostra interfaccia nell'accesso alla nostra azienda, e per quanto riguarda i nostri uffici della ripartizione e amministrazione del personale, questi sono i vostri 2 canali di accesso, le vostre interfacce e le persone che potranno rispondere, credo, spero, a tutte le vostre domande. I contatti della mia ripartizione e della dottoressa Weber, che non è qui presente stasera, ma che è la responsabile dell'ufficio assunzioni per tutta l'azienda e potrà darvi tutte le informazioni, poi indirizzandovi agli interlocutori più competenti per le vostre domande. Ecco, io con questo per ora avrei finito. Grazie dottoressa Baluzzi della sua breve relazione, portando però tutti gli aspetti rilevanti riguardo l'assunzione. Grazie mille. So, die Bühne betreten wird jetzt Herr Dr. Frank Blumtritt, koordinierender Pflegedienstleiter des Gesundheitsbezirkes von Meran. Er wird zum Thema Gehalt und Personaleinsatzplanung sprechen. Vielen Dank. Guten Abend, wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Frank Blumtritt. Buonasera a tutti. Mio nome non c'è scritto, sono Frank Blumtritt. La mia sede di lavoro è il comprensore di Merano e mi hanno scelto, non so perché, per parlare brevemente del tema che già c'è scritto qua, è la parte economica. È un PowerPoint che ho scritto in italiano, vielleicht kann ich dann auf Deutsch weiterreden, dann haben Sie beide Versionen. Ich rede also über die lieben Finanzen, das ist ein undankbares Thema im Allgemeinen und geht aber dafür recht schnell. Mache ich das richtig? Ja, genau. Also nochmal kurz, auch auf Deutsch, was Sie ungefähr jetzt auch schon von der Frau Dr. Balduzzi gehört haben. Wir haben grundsätzlich also die Möglichkeit über einen Wort. Okay. Entschuldigung. Hier nochmal nur ganz kurz, es gibt öffentliche Wettbewerbe, Sie haben das gerade schon gehört, und es gibt zeitlich befristete Anstellungen, welche kein öffentlicher Wettbewerb sind, sondern die Ersatzanstellungen sind für Abwesenheiten und so weiter, und für diese gilt grundsätzlich immer die Ausschreibung. Also Sie müssen sich immer in eine gültige Rangordnung eintragen, Sie können nicht einfach kommen und werden angestellt, sondern im öffentlichen Dienst gibt es immer permanente Rangordnungen, man trägt sich ein, das wird veröffentlicht. Und auf diese Art und Weise garantieren wir, dass jeder die Möglichkeit hat, angestellt zu werden, wie das so sein soll. Sie haben die Möglichkeit mit Zweisprachigkeit, wie Sie gehört haben. Und sobald Sie die Zweisprachigkeit erreicht haben, sollten Sie auch keine haben, wird Ihre Stelle in eine normale Stelle umgewandelt, ohne dass Sie weiter was tun müssen. Also es geht eigentlich nur darum, wie Sie schon gehört haben, so schnell wie möglich die Zweisprachigkeitsprüfung zu machen. Und ohne geht's bis zu 5 Jahren. Momentan ist das die Regel. So, jetzt kommen wir in medias res, das, was Sie interessiert. Also ich habe Ihnen hier aufgeschrieben, wenn es um Krankenpfleger oder Hebammen geht, dann reden wir von einer Einstufung, die nennen wir Livello Settimo Ter. Vertraglich gesehen rede ich hier jetzt, wenn ich die Zahlen nenne, von einer Vollzeitkraft, die eine Zweisprachigkeitsprüfung besitzt und ihre erste Anstellung bei uns hat. Also bei Null anfängt. Genau das, was Sie wahrscheinlich in den nächsten Monaten
hoffen wir, vorhaben zu tun. Und dann wäre bei einer Normalarbeitszeit, das heißt eine 5-Tage-Woche ohne Schichtzulagen, nehmen wir an, Sie kämen von Montag bis Freitag, arbeiten jeden Tag Ihre 7,5 Stunden, um auf 38 zu kommen, dann würden Sie dieses Grundgehalt netto bekommen, 1.880. Das wäre das Nettogehalt, also da sind die Steuern schon weg. Dabei ist natürlich keine Altersvorrückung, die dann mit den Jahren, die Sie bei uns arbeiten, dazukommen, alle 2 Jahre. Das ist der Anfangsgehalt. Natürlich sind die meisten von Ihnen dann beschäftigt in Diensten, die sich über 24 oder 12 Stunden erstrecken und wo dann die Wechselschichten gemacht werden. Sie machen Frühdienste, Spätdienste, Nachtdienste, eventuell Rufbereitschaften. Und hier müssen wir natürlich einen Durchschnittswert nehmen, denn es ist nicht jeden Monat für jeden gleich, aber wir können, hat man mir im Gehaltsbüro gesagt, durchschnittlich mit einem 2.150 Nettogehalt rechnen für alle die, die in den normalen Abteilungen und Diensten bei uns tätig sind. Das heißt, dazu, zu diesen 1.880 haben Sie dann noch die Schichtzulagen für Wechseldienste und Nachtdienstzulagen, Feiertagszulagen, das, was die Kollektivverträge im öffentlichen Dienst vorsehen. Auch das ein Nettobetrag. Es gibt eventuell auch die Möglichkeit, in manchen Diensten diese 38-Stunden-Woche auf eine 39-Stunden-Woche aufzustocken. Wir nennen das das sogenannte Plus-Horario oder Mehrstunden, in begrenzter Anzahl vorhanden, aber sehr viele arbeiten auch mit diesen. Auch das erhöht das Grundgehalt und Sie kommen dann nochmal auf 140 Euro netto dazu. Und es gibt auch bestimmte Bereiche in unserem Betrieb, die vertraglich besser bezahlt werden, wo noch eine Zulage ist, sogenannte aufreibende Arbeiten in manchen Bereichen. Und das sind dann auch nochmal 80 Euro. So setzt sich dann das Gehalt zusammen, was ein Anfangsgehalt bei einer Schichtarbeiterin in irgendeiner Abteilung von zwischen 2.000 und 2.200 Euro betragen wird. Die Zeiten, die Sie arbeiten, wie ich schon sagte, 38-Stunden-Woche, für dieses Geld haben wir vorgesehen, dass Sie eine 5-Tages-Woche bekommen, das heißt, Sie haben 2 Tage frei auf 7 Tage, ist natürlich nicht unbedingt Samstag, Sonntag, je nachdem, ob Sie Schichtdienst machen oder nicht. Und ansonsten machen wir 12-Stunden-Turnusse oder 3-Schicht-Turnusse früh, spät, Nacht. Es gibt bei uns eine Ferienprogrammation über das ganze Jahr, das machen wir immer am Anfang des Jahres, sodass einer schon weiß, wann er die freien Tage, Urlaube genießen kann. Ansonsten werden unsere Turnusse, unsere Dienstzeiten monatlich geplant, sodass sich jeder darauf einstellen kann, wie seine Zeiten sind. Trotz diesem haben wir ein flexibles System, trotz Programmation gibt es die Möglichkeit, entgegenzukommen, individuelle Turnusse anzulegen. Vor allem Part-Time-Mitarbeiter haben ein Recht auf individuelle Arbeitszeiten und mit den Koordinatoren, die die Dienste monatlich erstellen, kann man die Abfolge der Dienste grundsätzlich immer bereden und ausmachen. Ja, questo quanto, spero di essermi espresso anche per chi è di lingua italiana. Grazie dell'attenzione, c'è scritto anche questo. Grazie, dottor Blumtritt. Quindi sono stati affrontati i temi della retribuzione, straordinario, indennità, quindi quando avrete ulteriori domande, sia adesso che poi per gli InfoPoint, raccoglietele, sono a disposizione. Adesso abbiamo il piacere di avere con noi il dirigente coordinatore tecnico assistenziale del comprensorio sanitario di Bressanone, il dottor Harald Frena, e che vi parlerà del tema di formazione, aggiornamento, dei corsi di lingua e della regolamentazione. Ja, grüß Gott, meine Damen und Herren. Sehr schön, dass Sie da sind und dass Sie uns Ihre Zeit widmen. Was bereits vorgestellt worden ist, sind jetzt die Stunden und auch der Gehalt hier bei uns im Südtiroler Sanitätsbetrieb. Eine andere Sache, die ich jetzt vorstellen darf, ist die ganze Personalentwicklung, also die Fort- und die Weiterbildung. Hier können wir uns sehr gut vergleichen oder wir können uns sehr gut zeigen vor andere Betriebe oder auch vor andere Länder. Also eine Sache ist einmal die ganze Grundlage. Es gibt bei uns einen Weiterbildungsfonds, der fix geregelt ist. Wir haben in Italien und in Südtirol auch das Glück, dass die Weiterbildung für uns
Pflicht ist, also auch in schwierigen Zeiten, während Sparmaßnahmen oder Ähnliches irgendwo greifen können und diese Budgets diskutiert werden, haben wir den Vorteil, dass wir auf unsere Weiterbildung bestehen können, die sich ja dann auswirkt auf unsere tägliche Arbeit mit den Patienten und auch miteinander. Wir erkennen beispielsweise dann die Zeit an, die Weiterbildungszeit oder auch die Kursspesen oder auch Fahrtspesen oder Verpflegung für Unterkunft. Also das ist nicht selbstverständlich für uns und ist wirklich ein sehr großer Vorteil. Es gibt einen betrieblichen, ich gehe hier rüber, hier sehe ich besser, Entschuldigung. Es gibt einen betrieblichen Plan für die ganze Weiterbildung. Dieser wird gemeinsam auch, bottom-up steht auch oben, gemeinsam mit den Leuten vor Ort und mit den Koordinatoren erhoben, um dann die verschiedenen Ziele der Weiterbildung zu definieren, die da natürlich auch abgestimmt sind mit den landesweiten Zielen, mit den Zielen auch der Landesregierung oder mit den Zielen, die der Betrieb vorgibt. Dieses Angebot im Betrieb kann man ruhig auch als üppig bezeichnen und als sehr, sehr gut organisiert, dass man auch intern gut nutzen kann. Das heißt, Sie müssen dann auch nicht sich die Weiterbildungen irgendwo suchen, auch in andere Regionen. Es besteht dann die Möglichkeit, auch die dort zu besuchen. Aber schon wir vor Ort haben wirklich sehr viel Tradition und sehr viel Kompetenzen, selbst die Weiterbildungen und die Fortbildungen zu organisieren. Wir haben auch ein sehr gutes und ein sehr interessantes Simulationszentrum, zum Beispiel für die verschiedenen Notfallmaßnahmen, das wir hier in Bozen auch betreiben. Und wie gesagt, wir haben interne Weiterbildungen und wir haben auch die Möglichkeit, externe Weiterbildungen zu besuchen. Zur ganzen Personalentwicklung gehört nicht nur die Fort- und Weiterbildung, sondern auch der Beginn. Also wenn Sie dann diplomiert sind, wenn Sie dann fertig haben, dann hoffentlich fangen Sie bei uns an zu arbeiten und Sie werden dann nicht ins kalte Wasser geworfen sozusagen. Also Sie kommen nicht und machen die Dienste schon alleine, sondern wir haben verschiedene Einführungskonzepte, wo man dann gut in die Arbeit ankommt, gut vom Team angenommen wird, bis man dann alleine einen Hauptdienst macht sozusagen, vergeht eine gewisse Zeit. Das ist wichtig zu wissen, das ist auch, denke ich, sehr beruhigend. Also Sie haben dort Ihre Kolleginnen und Kollegen, die schon sehr erfahren sind, die Sie in der ersten Zeit begleiten werden. Wir haben eine tolle Möglichkeit, auch im Südtiroler Sanitätsbetrieb uns nach dem Laureat weiterzubilden. Wir können zum Beispiel Spezialisierungskurse machen für Wundmanagement oder für die Familienkrankenpflege. Es gibt dann auch die Möglichkeit, auch Masterkurse zu machen, zum Beispiel für die Koordination, den Master in Coordinamento, und auch eine sehr gute Möglichkeit, welche wir hier in Südtirol haben, ist auch das Fachlaureat in Krankenpflege und Hebammenwissenschaften zu besuchen, das ich selbst besuchen durfte. Und auch diesbezüglich bedanke ich mich persönlich immer wieder gern beim Südtiroler Sanitätsbetrieb und bei unserer Pflegedirektorin. Also auch das sind verschiedene Möglichkeiten, die wir anbieten. Wir haben auch hier schon Kultur, eine sehr gute Zusammenarbeit auch mit verschiedenen Universitäten und mit unserer eigenen Claudiana. Im Betrieb intern wurde sehr viel gearbeitet, auch an den Kompetenzen, welche wir erwarten von den Mitarbeitern. Wir haben diesbezüglich dann einen Kompetenzkatalog, wo man sich dann selbst bewerten kann und wo dann der Vorgesetzte die Fremdbewertung vornimmt. Das mag dann etwas theoretisch klingen, aber es ist auch eine sehr gute Stütze, wenn man irgendwo arbeitet, dass man weiß, was erwartet mich oder was erwartet der Betrieb von mir, wo muss ich mich weiterentwickeln, wo sind dann meine Ziele, die ich zum Beispiel dann mit meiner Vorgesetzten vereinbare, um dort dann stärker zu werden und mich selber beruflich weiterzuentwickeln. Wir haben auch dann die Möglichkeit, wenn Sie beispielsweise Führungskraft werden wollen, in einen Assessment Center zu gehen, wo man danach auch verschiedene Rückmeldungen bekommt, wo man dann sich weiterentwickeln kann, wo man danach gemeinsame Schwerpunkte setzt, wo man dann auch vom Betrieb unterstützt wird, beispielsweise in der vertikalen Laufbahn sich fortzuentwickeln. Wir haben nicht nur vor, die vertikale Laufbahn künftig zu unterstützen, sondern auch die horizontale Laufbahn, also nicht ausschließlich Koordinator, Pflegedienstleiter, sondern auch, dass man sich inhaltlich gut weiterbilden kann, weil wir vor allem auch die Professionisten, also Sie vor Ort, brauchen für die künftige Komplexität der Herausforderung im Gesundheitswesen.
Ein wichtiger Punkt, der vorhin auch schon genannt wurde, wir können hier arbeiten, auch im Südtiroler Sanitätsbetrieb, ohne dass man die Zweisprachigkeit am Beginn besitzt. Also, und wichtig ist aber, diese zu erlangen. Wir haben hier natürlich Limitationen. Diese Prüfung abzulegen ist eine der Grundvoraussetzungen für einen unbefristeten Vertrag zu erhalten. Wir wollen einen unbefristeten Vertrag mit Ihnen machen. Und auch hier haben wir uns überlegt, wie wir Sie begleiten können, bis Sie dieses Zertifikat erreichen können. Diesbezüglich gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie zum Beispiel Online-Kurse oder interne und externe Sprachkurse, welche wir Ihnen dann auch gerne finanzieren. Das ist alles festgelegt, das ist alles festgeschrieben. Diesbezüglich meinen Vortrag, wenn Sie danach noch Informationen haben, können Sie gerne auch zum Stand hinkommen oder nachher Fragen stellen. Wir würden Sie auf jeden Fall gerne bei uns willkommen heißen und dass Sie gemeinsam mit uns wachsen, Sie selbst und Ihre Kompetenzen. Danke vielmals. Vielen Dank, Harald Frehner, für diesen interessanten Vortrag. Also interne und externe Weiterbildungen als Erfolgsfaktor des Betriebes, das haben wir uns wahrlich auf die Fahnen geschrieben, das können wir sagen. Südtiroler Sanitätsbetrieb unterstützt diesen Bereich ganz besonders und damit punkten wir Recruiter immer auch besonders bei unseren Bewerberinnen. Ich darf jetzt eine Dame wieder ans Podium bitten, und zwar die Stabsstelle für Organisations- und Prozessentwicklung, Frau Doktorin Verena Fink, zum Thema berufliche Weiterentwicklung, horizontale und vertikale Karriere. Vielen Dank. Ja, einen wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite. Einiges wurde schon genannt zu dieser Weiterentwicklung, die wir die Möglichkeit haben im Südtiroler Sanitätsbetrieb als Gesundheitsberufe. Harald hat es schon genannt, die horizontale und die vertikale. Und ich möchte Ihnen nur ganz kurz erzählen, wie es in dieser vertikalen Karriere ausschaut. Wir können im Südtiroler Sanitätsbetrieb Koordinatoren werden von Abteilungen, von Diensten. Die Voraussetzung dafür ist ein Master in Coordinamento, um dann in einem internen Auswahlverfahren Koordinator oder Koordinatorin zu werden. Ich kann auch Pflegedienstleiter werden, da ist die Laurea Magistrale die Voraussetzung, um dann durch einen Wettbewerb Pflegedienstleiterin in verschiedenen Bereichen zu werden. Und als Obersten haben wir die Pflegedirektion, dazu muss man in diesem Album eingetragen sein, der Direktoren, um da teilnehmen zu können an der Auswahl. Das ist so die vertikale Karriere, die möglich ist, die Weiterentwicklung, die auch genutzt wird, die auch wichtig ist, um diese ganzen Dinge, die meine Kollegen vorhin gesagt haben, Einführung von Mitarbeiter, Förderung auch des ganzen Systems, um das am Laufen zu halten, braucht es diese Personen alle. Es gibt dann auch die horizontale Karriere, mit der Produttività Aggiuntiva und Progetti Innovativi. Das sind hauptsächlich Projekte, die auf Bezirksebene von einer gewissen Wichtigkeit haben oder die sehr komplexe Inhalte haben oder einfach innovative Inhalte haben. Auch dort kann man sich weiterbilden und kann man dementsprechend diese horizontale Karriere anstreben. Es gibt den Artikel 2.4, das ist auch für spezielle Kompetenzen, die man erreichen kann, es wurde schon genannt, Wundmanagement zum Beispiel, können Artikel 20.4 gegeben werden, was natürlich auch sich dann in der Brieftasche auswirkt. Und dann gibt es noch Identità Master, es können Masterlehrgänge besucht werden, wo man dann dementsprechend einen Auftrag erhält, der spezifisch auf diesen Master ist. Es gibt dann neben horizontal und vertikal noch die Stabsstellen als Organisationspositionen, die Stabsstellen für Prozess- und Organisationsentwicklung, die Stabsstellen für die Weiterbildung, Stabsstelle für Informatik, Stabsstelle für die wohnortnahe Versorgung. Die gibt es jeweils auf betrieblicher Ebene, aber auch auf Bezirksebene. Sie sind, ich würde mal sagen, il braccio destro, sagt der Italiener, von der Direktion und von den Pflegedienstleitern,
sie haben nicht Personal unter sich, aber sie sind jene, die helfen, dass die Projekte weitergehen und auch landesweit zum Laufen kommen. Und das eine weitere Entwicklung ist auch, in die Ausbildung zu gehen. Die Claudiana bietet auch eben unseren Mitarbeitern die Möglichkeit an, dort Koordinator eines Studienlehrganges zu sein oder Masterlehrgänge zu begleiten. Auch das ist eine Möglichkeit der Karriere. Dankeschön. Allora, la dottoressa Fink vi ha un po' illustrato quante possibilità ci sono nella nostra azienda per poter fare carriera. Quindi questo sicuramente è un tema che potrà essere utile, tanto più che nelle prime file abbiamo tutti i nostri coordinatori che come voi hanno iniziato e ci stanno offrendo la loro esperienza e le loro competenze che hanno acquisito nel tempo. Adesso vorrei invitare sul palco il dottor Alexander Kugla, dirigente tecnico assistenziale del comprensorio sanitario di Prunico. Grazie. Einen schönen guten Nachmittag auch von meiner Seite. Ich werde jetzt das letzte Thema anschneiden, Vereinbarkeit für Familie und Beruf. Der Lennis Hartmann hat es schon erwähnt, es ist natürlich ein wichtiges Thema. Wir sind im Südtiroler Sanitätsbetrieb circa, vor allem in der Pflege, zwischen 80% und 85% mit Frauen besetzt. Im Hebammenbereich fast zu 100%, kann man sagen, es sind einzelne Männer. Es wird Sie jetzt im ersten Moment wahrscheinlich nicht ganz viel interessieren, welche Möglichkeiten es auch gibt, aber ich glaube, in einem zweiten Moment, vor allem wenn Sie dann auch Kinderwunsch haben, ist es sehr interessant und ich kann wirklich aus der Erfahrung aus den anderen Regionen beziehungsweise auch aus dem Ausland sagen, dass wir sehr, sehr konkurrenzfähig diesbezüglich auch sind. Ich denke jetzt vor allem danach, wenn man in die Mutterschaft geht beziehungsweise welche Möglichkeiten man dann auch hat. Ich möchte nicht alles projizieren, weil es natürlich ein bisschen den Rahmen sprengen würde, aber gehen wir davon aus, das erste ist zum Beispiel die Vereinbarkeit zwischen Elternsein und Kind, ist die Mutterschaft. Die Mutterschaft selber ist vom Gesetzgeber vorgeschrieben, das heißt 2 bis 1 Monat vor der Geburt, beziehungsweise 3 bis 4 Monate nach der Geburt, befindet man sich im obligatorischen Mutterschutz. Also das muss man nehmen, das sind diese 5 Monate. Nach der Geburt, beziehungsweise nach den 3 beziehungsweise 4 Monaten, könnte man arbeiten, wenn man möchte, muss es natürlich nicht. Hier haben wir dann die verschiedensten Möglichkeiten und wie Sie sehen, im Ausmaß von maximal 24 Monaten haben Sie auch die Möglichkeit, bei Ihrem Kind zu bleiben. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, entweder man genießt eine Freistellung aus Erziehungsgründen, das sind 24 Monate, wo es dann unterschiedliche Bewertungsmöglichkeiten gibt, dass die ersten 6 Monate sind zu 30% versichert, beziehungsweise zu 100% versichert und zu 30% bezahlt. Und danach geht es dann zurück, dass man nur noch 30% jetzt versichert wäre. Es gibt auch die sogenannte Elternzeit, welche Sie genießen können. Das ist jetzt auch für den Vater eingeführt worden und bis zu einem Ausmaß von 8 Monaten. Hier kann man auch dementsprechend, erhält man auch eine Vergütung von 30%. Ist immer ein Unterschied in den ersten 6 Monaten von 30%, danach auch 30% Vergütung, aber die Pensionsversicherung geht dementsprechend nach den 6 Monaten zurück, sprich in den ersten 6 Monaten 100% pensionsversichert, danach 30%. Das kann man dann in einer Periode von 6 Perioden aufgeteilt nehmen, die Elternzeit. Wenn man natürlich jetzt auch der Vater dabei ist, welches auch eingeführt worden ist, dann kann man es auf 7 Perioden aufteilen. Ist ein bisschen kompliziert vielleicht zu verstehen, aber wenn Sie dann in der Situation sind, dann können Sie sich dann natürlich bei uns bzw. auch in den jeweiligen Personalämtern dafür interessieren. Die zweite Möglichkeit, welche auch besteht, was ich schon erwähnt habe, sind diese 23 Monate, welche man auch nehmen kann. Und die sind jetzt nicht bezahlt und das kann man dann alles in einem Stück dann nehmen. Und das auch, bis das Kind maximal 12 Jahre alt ist. Welche Möglichkeiten haben wir noch? Entweder Sie bleiben ganz fern von der Arbeit, beziehungsweise Sie kommen in Option zurück. Was heißt Optionsrecht? Sie befinden sich in einem Vollzeitarbeitsverhältnis,
kommen dann zurück, entweder in Teilzeit 50 oder in Teilzeit 75 und können dementsprechend auch nur zu diesen Prozentsätzen arbeiten. Teilzeit 50, also 19 Stunden Woche, aber immer mit einer vollen Pensionsversicherung. Das ist ein Riesenvorteil, wenn man natürlich denkt, eine Pension wird einen im ersten Moment vielleicht nicht so interessieren, aber wir haben sehr viele Situationen, wo auch Mitarbeiterinnen in Pension gehen und natürlich die gesamte Periode immer nur Teilzeit 50 gearbeitet haben und dementsprechend sind sie schon ein bisschen irritiert, wenn es dann dementsprechend auch bei der Pension ein bisschen knapp ausgeht. Die Option ersetzt dann auch den Wartestand, das heißt, man kann entweder Wartestand nehmen von diesen 23 Monaten oder man nimmt das Optionsrecht in Anspruch. Diese zwei Möglichkeiten hat man. Was gibt es dann noch? Natürlich, wir sprechen hier von Mutterschutz, beziehungsweise auch, wenn man Eltern ist, damit man auch wegbleiben kann. Was ist aber noch interessant, es gibt dann noch viel, viel mehr. Zum Beispiel, wenn Sie das Kind krank haben oder die Kinder krank haben, bis zum Ausmaß von 60 Tagen, bis zum Alter von 12 Jahren des Kindes, können Sie auch fernbleiben von der Arbeit. Wenn Sie natürlich auch Eltern zu betreuen haben, beziehungsweise Großeltern auch, Großeltern weniger, aber wenn Sie Eltern zu betreuen haben, aber auch zum Beispiel sonst enge Verwandte zu betreuen hätten, dann können Sie auch das sogenannte 104er-Gesetz in Anspruch nehmen. Bedeutet, dass Sie 3 Tage im Monat zusätzlich freie Tage bekommen, beziehungsweise einen Sonderurlaub, beziehungsweise maximal auch dann 2 Jahre von der Arbeit fernbleiben können. Man unterschätzt diese Situation, aber der Landeshauptmann hat es auch erwähnt, der demografische Wandel macht natürlich auch bei unseren Eltern und Verwandten nicht Halt und das wird sehr, sehr viel in Anspruch genommen, immer mehr. Was gibt es da noch? Vereinbarkeit, Familienberuf, ich habe es jetzt ganz bewusst auch versucht zu projizieren. Man hat natürlich auch die Möglichkeit, in der Turnusplanung dementsprechend gemeinsam mit dem Koordinator den Turnus so zu gestalten, dass es dann auch handelbar ist für zu Hause. Das bedeutet jetzt natürlich nicht, dass man jetzt alle Freiwünsche erhält, das muss man ganz klar sagen, aber sie sind sehr, sehr sensibel auf die Wünsche der Mitarbeiter. Das kann ich wirklich bestätigen in allen Bezirken, wo man wirklich schaut, dass man jetzt natürlich nicht jedes Wochenende arbeiten muss oder wenn jetzt zum Beispiel wenn jetzt Partner auch im Sanitätsbetrieb arbeiten, dass sie dementsprechend auch sich gegenseitig dann mit den Turnusen austauschen können. Das wird unterschätzt, das ist aber eine sehr gute, und auch sind sie sehr sensibilisiert worden, die Koordinatoren von unserer Seite, beziehungsweise auch von den Mitarbeiterinnen selbst. Was gibt es da noch? Man kann auch die Kinder in die Kindertagesstätten bringen. Hier hat man die Möglichkeit von Beginn, wenn das Kind 3 Monate alt ist, bis zu einem maximalen Alter von 8 Jahren, bis zur Einschulung in das Kindergartenalter, beziehungsweise auch dementsprechend, wenn man nach den 3 Jahren auch die gesamte Wartezeit zu Ende ist. Aus pädagogischen Gründen ist aber nur eine Betreuung von maximal 8 Stunden möglich, weil man jetzt nicht möchte, dass die Kinder über 12 Stunden zum Teil auch in Fremdbetreuung sind. Und in einigen Bezirken wird dann auch die Möglichkeit geboten, dass man auch eine Sommerbetreuung erhält. So, ganz ein kurzer Abriss zu den gesamten Möglichkeiten. Wir haben natürlich, wie gesagt, die Informationsstellen danach und wenn Sie Detailinformationen haben, stehen wir zur Verfügung, beziehungsweise die jeweiligen Personalämter. Dankeschön. Vielen Dank, Alexander Kugler, für diesen Kurzvortrag. Vereinbarkeit, Familie, Beruf, Mutterschutz, Elternzeit, das sind weitere Attraktivitätsaspekte, mit denen wir punkten können. Die Kurzvorträge haben nun ihr Ende gefunden, sind nun abgeschlossen und ich habe jetzt die große Ehre, die erste Mitarbeiterin unseres Betriebes willkommen zu heißen, welche uns an ihren Erfahrungen im Südtiroler Sanitätsbetrieb teilhaben lässt. Frau Renate Kalser, herzlich willkommen, Gesundheitsbezirk Bozen. Guten Abend an alle. Es freut mich, heute hier zu sein, um von meinen Erfahrungen, beruflichen Erfahrungen zu sprechen.
in diesem Rahmen. Mein Name ist Kaiser Renate, wie ihr schon gehört habt. Ich arbeite schon über 30 Jahre im Sanitätsbetrieb und muss sagen, dass ich immer noch mit voller Begeisterung darin stecke und arbeite, alle Tage. Schon in meiner Ausbildung wurde mir klar, meine Arbeit soll eine soziale Arbeit sein. Meine Arbeit soll mit Menschen zu tun haben, mit Emotionen, mit Wertschätzung, mit einer Grundhaltung, um einfach Patienten, Personen zu betreuen, sie zu unterstützen, ihnen zu helfen. Und dieses konnte ich dann in der Krankenhaus Bozen in der medizinischen Abteilung mit großer Freude und Erfahrungen, wertvolle Erfahrungen machen. Danach ging ich in die Hauskrankenpflege in Sprengel-Unterland. Dort, ja, vor 30 Jahren, das war eine andere, so, wenn der Landeshauptmann heute hat gesagt, es wurde schon viel getan, also dort konnte ich es wirklich mit am eigenen Leib, an der eigenen Arbeit erleben, wie viel getan wurde. Also wir waren im Aufbau. Wir mussten die Sprengel aufbauen. Die wohnortnahe Versorgung wurde aufgebaut. Und ich konnte ein Teil davon sein. Klar, nur in einem kleinen Rahmen, weil ich hatte nie eine führende Rolle inne. Aber ich konnte es in meinem Bereich, in meiner kleinen Umgebung, Arbeitswelt, konnte ich gestalten. Ich konnte mitarbeiten, ich konnte meine Ideen, meine Visionen verwirklichen und klarerweise mit viel Weiterbildung, wie wir haben ja gehört haben, Weiterbildung, Kompetenzentwicklung und einfach immer dranbleiben, immer up to date bleiben, einfach nie aufgeben. Und das war so schön, weil ich da auch Gestaltungsmöglichkeiten hatte. 2014 ist der Sanitätsbetrieb an mich, an einer Gruppe von Krankenpflegerinnen herangetreten und hat mir den Spezialisierungskurs, dreijährigen Spezialisierungskurs für Familien und Krankenpflege und Gemeinschaftskrankenpflege angeboten. Ich damals, 48 Jahre, ja, was soll ich noch in der Claudiana gehen, da in der Schule sitzen, also es war eine richtig große Herausforderung für mich. Aber ich war neugierig und ließ mich auf diese Herausforderung ein. Umso glücklicher war ich dann, als ich nach 3 Jahren das Diplom überreicht bekam. Und jetzt arbeite ich in Sprengel-Unterland. Wir haben ein 17-köpfiges Team, das inzwischen in der familienzentrierten Pflege geschult wurde, in einer Basisschulung. Ich fungiere jetzt als Ansprechperson für die Themen in der Familien- und Gemeinschaftskrankenpflege, in der familienzentrierten Pflege vor allem. Und seit Mai bin ich als Trainerin in Sprengel-Brixen. Und mit großer Freude sehe ich, wie meine Kolleginnen und Kollegen die familienzentrierte Pflege, welche auch eine Basisausbildung hat, in die Praxis bringen. Und ich bin begeistert vom familienzentrierten, systemischen, lösungsorientierten, ressourcenorientierten Ansatz in der Pflege. Ich bin begeistert vom Konzept der Sanitätsbetriebes in der Implementierung der familienzentrierten Pflege in den verschiedenen Sprengeln. Und
Ich bin begeistert von der Grundhaltung der familienzentrierten Pflege, weil die kann man in jedem Bereich anwenden. Man kann die in die Ambulatorium, auf der Station, man kann sie sogar in der eigenen Familie anwenden. Und ich wünsche euch, angehende Krankenpfleger und Hebammen, einen guten Start ins Berufsleben, dass ihr hinter der Erkrankung oder hinter der Technik nie die Person vergisst und dass ihr auch die Offenheit und den Weitblick für die pflegenden Angehörigen und die Familien immer im Auge behaltet. Danke. Ringrazio la dottoressa Kalser che ci ha dato la possibilità di condividere il suo entusiasmo e la sua passione, che sono stati veramente, penso che sono arrivati a tutti noi. E credo che questa sia forse il segreto della vostra professione, la possibilità veramente di arrivare alle emozioni delle persone. Grazie. Un'altra esperienza che sarà sicuramente molto importante è la dottoressa Laxmi Di Paola del Comprensorio Sanitario di Merano. Ci darà il piacere stasera di sentirla. Grazie, grazie. Allora, buonasera a tutti. Che emozione. Fa veramente strano perché di solito io mi trovo sempre dall'altra. Quindi vi chiedo in anticipo scusa per la voce un po' tremante. Mi presento, sono Laxmi Di Paola e sono veramente felice di trovarmi qui e ringrazio veramente chi mi ha invitato. Mi sono laureata ad aprile del 2019, quindi non troppo in là, e in Claudiana, in scienze infermieristiche. E dopo 2 anni e mezzo circa di servizio in RSA a Ora, ho deciso di iniziare a lavorare presso l'azienda sanitaria nel reparto di ortopedia traumatologia di Merano. E questa scelta è stata una scelta sicura perché sapevo che l'azienda sanitaria mi avrebbe aiutata a proseguire la mia formazione, nel senso a crescere sempre di più. E questa è bello, è veramente bello. La nostra professione non è una professione statica, ma è dinamica e porta sempre ad una crescita. La scienza è sempre in evoluzione e sono veramente orgogliosa della professione che faccio. Vi confesso che inizialmente non è stato per niente facile per me. Anzi, mi sono ritrovata davanti una Laxmi totalmente diversa, una Laxmi impaurita, e non all'altezza del lavoro e soprattutto, cosa grave, avevo paura di trovarmi fra le mani, cioè più che altro avere il carico di pazienti acuti e non essere in grado di gestirli. Questo timore mi intimoriva tantissimo. E infatti i primi mesi non sono stati per niente facili. Ho pensato più volte di mollare, di ritornare dove ero prima, perché prima c'è stato tutto un processo iniziale, quindi ho dovuto imparare. Ma forse in quel momento mi sembrava la strada più facile. Sbagliato. E gran parte del mio atteggiamento, un giorno, d'un tratto, è cambiato. Nel senso che con entusiasmo e voglia ho iniziato pian piano a ritrovare la mia Laxmi, me stessa, e a voler imparare sempre di più.
E questo, diciamo, cambio di atteggiamento lo devo veramente tanto al mio team, al team multiprofessionale dove mi trovo. Siamo in un reparto chirurgico, medici, infermieri, colleghi OS, colleghi fisioterapisti, ergoterapisti, primario, tutti. E io devo ringraziare veramente i miei colleghi. E come ha precedentemente detto il presidente Arno Kompatscher, il lavoro alla fine diventa un'unità familiare, ci si conosce, ci si aiuta a vicenda. E io questa diciamo emozione, questo messaggio da parte dei miei colleghi mi ha aiutato molto e l'ho capito. E quindi vi dico, non sarà sempre facile, ci saranno sempre dei momenti di difficoltà, ma a mio avviso la base per un lavoro professionale e pulito, per poi arrivare all'obiettivo comune che è il nostro, ovvero il benessere del paziente in tutte le sfere, è questo, partire da un clima buono, da un equilibrio, da una collaborazione, dall'altruismo e dalla voglia soprattutto di aiutare non solo il paziente ma noi stessi. E dunque quello che io vorrei dire a voi è di fermarvi un attimo e pensare a quello che vorrete andare a fare, di non arrendervi assolutamente alla prima difficoltà, perché ce ne saranno tante, come per me sicuramente. Io adesso sono riuscita a passare e affrontare la mia prima difficoltà grande e sono veramente felice e contenta, assolutamente. E quindi se avete intenzioni di lavorare per l'azienda sanitaria, sappiate, se avete intenzioni di lavorare nel mio reparto, sappiate che vi accoglieremo veramente a braccia aperte. Grazie mille, buona serata. Dottoressa ci ruba il lavoro, o la chiamiamo noi come recruiter. Peter Christoph. Grazie che ci ha fatto partecipare alle sue esperienze lavorative nella nostra azienda e grazie soprattutto per il suo entusiasmo. So, last but not least, darf ich jetzt Frau Elena Soraru ans Rednerpult bitten vom Gesundheitsbezirk Bruneck. Vielen Dank fürs Dasein. Ciao, buonasera a tutti. Io sono Elena, ostetrica, e sono super agitata, ma vabbè. Io ho un po' girato, mi sono laureata in Austria e poi gli austriaci mi hanno abbindolato per ben 8 anni. E niente, poi per amore sono tornata di nuovo in Alto Adige e ho potuto lavorare nell'ospedale di San Candido e ho assaggiato il miele dell'azienda sanitaria. E per motivi familiari ci siamo trasferiti a Padova e per ben 4 anni ho lavorato come ostetrica a tempo pieno anche nella clinica universitaria di Padova. Nel 2018 mio marito mi ha detto: si ritorna in Alto Adige, Elena, tu qua non sei felice. Ed è vero. Chi mi conosce, io sono una persona dinamica e il mio lavoro, io sono felicissima di essere ostetrica e a me il mio lavoro in clinica era un lavoro standard, non c'era una visione e stavo male. Sono contenta che mi ha fatto questa proposta, non me l'ha detto 2 volte, mi sono licenziata e ho chiamato Brunico, ho detto: mi volete? Io vengo. E mi hanno ripreso e di questa cosa sono contentissima. E io sono qua oggi per testimoniare quello che ho vissuto.
nell'azienda cosa io ci vedo e quello che posso vivere è una visione in un team come ostetrica, posso crescere, formarmi, l'abbiamo sentito ed è la verità. Veniamo supportati sempre per dare il meglio e io come ostetrica mi vedo non solo un'ostetrica in sala parto, ma ho la possibilità di lavorare 360 gradi con le donne e con le famiglie, a partire adesso col progetto di Runtum di Geburt, che posso seguire le donne dall'inizio con la loro famiglia, con i loro partner, poi in sala parto, poi in reparto, poi in territorio. Insomma, non è da poco, è tanto. E poi tutte quelle chicche, no? Quelle formazioni che noi possiamo aver parte e che poi dopo possiamo vivere e, con le donne, che sia pronto soccorso emozionale, che poi aroma pflege, kinesthetic, pflege process, adesso mi viene le parole in tedesco, ma tutte quelle cose che ci fanno diventare delle persone specializzate, delle persone che vedono il problema e anche empatiche, perché tutte queste cose ci fanno crescere, non solo professionalmente, ma anche emotivamente e anche in famiglia poi anche, no? Siamo più contente perché possiamo vivere il lavoro al meglio, dinamici. E nonostante essere mamme, è tutto possibile. E niente, sono qua e spero di vedervi come colleghe un giorno. E vi auguro solo il meglio e di avere tanta felicità di aver iniziato questo percorso. Avete una bella cosa nelle mani. Adesso, visto che la dottoressa Soraru ha detto che devono essere dinamici, è stata velocissima, è scesa velocissima dal palco, ma vi chiedo di salire tutte e tre gentilmente voi testimonials, perché la dottoressa Siller ha un piccolissimo pensiero da darvi, prego. Grazie che vi siete disposte. Ok. Allora, vi vengo a dare una mano. Allora, avete capito che anche per loro è una novità stare qui sul palco. Voi sarete poi le prossime. Wir danken für eure Bereitschaft, hier als Testimonials zu fungieren und schenken euch dieses kleine Präsent. Vielen Dank. Bene, vorrei ringraziare veramente tutti di cuore. E adesso iniziano le vostre domande, fangen wir an mit der Fragerunde, e chiedo gentilmente la prima fila dei referenti se gentilmente girano le sedie, si dispongono con i loro visi verso i nostri ospiti e le nostre ospiti. Damit sie dann die Frage stellen können. Ok, vedo la collega Francesca che è già pronta con un microfono. Bene ragazze e ragazzi, credo che tutti abbiano studiato tanto, eh? Quindi sono pronti per rispondere alle vostre domande. Noi arriviamo fra di voi con i microfoni. Naturalmente anche le testimonials possono eventualmente rispondere se avete domande per loro. Gut. Die erste, bitte.
Volevo chiedere se è possibile iniziare con un contratto part-time o se si può iniziare solo con un contratto a tempo, cioè pieno. È facile, sì, assolutamente è possibile anche con un contratto part-time, certamente. Non funziona. Ah. Funziona? No. Ok, adesso funziona. No, per il fatto del primo lavoro, se si può scegliere effettivamente il reparto dove si può andare o si viene mandati un po' dove c'è più necessità. Allora, abbiamo vacanze in tutti i reparti, in tanti servizi, quindi sicuramente insomma accoglieremo le vostre istanze, i vostri desideri, poi però insomma abbiamo pazienti da accudire e dobbiamo far combaciare le vostre esigenze con le esigenze dei pazienti. Per il momento scelta ce n'è. Adesso non vi posso dare la garanzia che a ognuno sarà dato, a ognuna sarà dato quello che chiede, però facciamo il possibile. Francesca, qua davanti, grazie. Wir studieren in Innsbruck und draußen in Innsbruck gibt es die akademischen Lehrgänge für Cancer Nurse und Kinderkrankenschwester und so weiter. Wärtest du unerkannt oder wärtest du nicht unerkannt? Bezüglich auch Gehalt, nicht leid, ja, man hat es, man macht es für sich selber. Also, wenn Sie die formelle Anerkennung jetzt meinen im Sinne von Master zu Master, werden Sie Schwierigkeiten haben. Wie bei allen ausländischen Titeln gibt es diesbezüglich keinen Notenwechsel und entsprechend gibt es die Schwierigkeiten einfach. Für sich persönlich ist es natürlich allem eine Investition, eine große Investition und wir sind zurzeit auf Gehaltsebene die berufliche Laufbahn dabei zu definieren und zu schauen, ob sie über den Master zulegen, der vorhin die Frau Dr. Fink präsentiert hat, auch noch zusätzliche Anerkennungen kriegen können. Das ist aber da zur Zeit von den Vertragsverhandlungen und da ist das Ergebnis noch offen, ob die Bestrebungen bestehen. Okay, und noch eine kurze Frage. Wir haben in der Claudiana angefangen, haben dann nach Innsbruck gewechselt. Und mittlerweile dienen sie ganz viele. Und in unserer Klasse ist draußen 50 Leute, von denen 30 Leute Südtiroler sein. Ist da vielleicht etwas umzudenken an der Claudiana, dass so viele nach Österreich gehen und dass so viele im Ausland studieren und nicht bei der Claudiana studieren? Ist da vielleicht auch etwas an der Uni zu ändern? Ja, wenn Sie so provokant zogen, glaube ich, ist das jetzt, ja, muss ich es ja hinnehmen, denke ich. Es sind die Leute von der Claudiana selber da. Ich denke, Liliana Faveri und der Dr. Bocchio und der Dr. Eisenle sind auch da. Sie wissen, dass es diesbezüglich, denke ich, eine Evaluation gegeben hat und wir da sehr achtsam und sehr aufmerksam drauf schauen. Danke. Steigen die Gehälter in Zukunft? Weil wir haben jetzt gesehen, 1.800 Euro Start bis 2.000. Meine Frage ist schon, wie schaut es in Zukunft mit den Gehältern aus in unserem Beruf?
Also, Burger Günther, bin Ressortdirektor im Gesundheitswesen. Jetzt auf die Frage müsste der eigentlich Landeshauptmann antworten, aber in seiner Vertretung bin ich jetzt natürlich gefragt. Also, was die Gehälter betrifft, ist an uns seit mehreren Monaten ist ein großes Anliegen, dass man die Gehälter der Gesundheitsberufe nach oben hebt, ist auch auf staatlicher Ebene, wird viel verhandelt. Landeshauptmann hat zugesagt, dass ich bin Verhandlungsleiter eben in diesem Bereich, dass wir weitere 10 Millionen zur Verfügung bekommen. 10 Millionen auf unserer Seite, 10 Millionen was Sozialwesen betrifft. Also insgesamt sollten es 20 sein, die Forderungen seien fast das Doppelte. Aber der Landeshaushalt schwindet auch, beziehungsweise seien viele Sachen zu regeln. Deswegen ist das eigentlich schon einmal eine relativ gute Nachricht, sofern der Landtag das genehmigt. Aber ich gehe davon aus, und dass wir dann das nächste Jahr die Vertragsverhandlungen mit diesem Betrag in Angriff nehmen können. Ich möchte auch darauf hinweisen, dass wir erst voriges Jahr einen Teilvertrag unterzeichnet haben, der eine 90-Euro-Erhöhung mit sich gebracht hat, also nicht brutto, aber netto pro Monat plus zusätzliche Erhöhung der Gelder, wenn man Hauspflege macht, beziehungsweise wenn man die Turnusse macht. Also wir versuchen, soweit es im Möglichen, auch den Gehalt nach oben zu heben, wobei ich glaube, dass wenn jemand im Südtiroler Sanitätsbetrieb arbeiten soll, nicht das Einzige ist, sondern es gibt viele andere Sachen, die jetzt aufgezählt worden sind. Und auch die Tatsache, viele, die dort studieren haben, wissen, dass es Südtirol ja auch was Work-Life-Balance betrifft, beziehungsweise was Südtirol sonst noch bietet, nicht für Familie, beziehungsweise für Jugendliche, ist nicht von der Hand zu weisen. Se si inizia a lavorare in un reparto, poi in un secondo momento si decidesse di cambiare reparto, quali sono le possibilità e eventualmente le limitazioni in questo? Beh, rispondo anche alla domanda di prima che parlava anche di questa problematica, posso andare dove voglio io, devo andare dove voglio, un po' anche c'entra il trasferimento poi in altri reparti. Cioè la mobilità interna. Io dico, come abbiamo sentito prima, se vogliamo sviluppare le nostre competenze nella professione, il fatto che si cambia reparto e si passi in ambiti diversi non è soltanto, penso, un diritto, ma è anche desiderato. Cioè, come si fa a sviluppare stando fermi sempre nello stesso posto? Questo non avverrà ogni 3-4 mesi, perché prima di rendersi utile in un posto, essere autonomi, ci passeranno un anno o due anni sicuri, ma se poi dopo una persona si rivolge alla direzione o ai propri responsabili per dire mi piacerebbe tanto cambiare, non credo che nessuno nei nostri ospedali dica non è possibile, non è, insomma, poi. Se tutti vogliono la stessa cosa, cerchiamo di fare in modo che tutti abbiano la possibilità. Ci saranno, nei casi estremi, tipo graduatorie, per vedere di non svantaggiare nessuno, ma oggi i posti vacanti, come abbiamo già sentito, sono notevoli, anche le possibilità quindi di cambiare sono, secondo me, notevoli. E qualora ci fossero invece più domande che posti nello stesso reparto, sta a discrezione del coordinatore di quel reparto oppure c'è una graduatoria o ci sono dei criteri che magari vengono seguiti, ad esempio, che ne so, il voto di laurea o questi elementi qua per scegliere chi può lavorare in quel reparto o chi. Posso? Ma posso parlare per me, ma penso che i colleghi non agiscano molto in modo diverso da me. Se tutti vogliono la stessa cosa, è evidente che non ci sarebbe equità nell'assistenza alla popolazione. Non posso permettere che un reparto
abbia un surplus di personale, altri devono chiudere i posti letto. Questo lo capiscono tutti. Ci sono ambiti che vanno un po' di moda, diciamo così. Da anno in anno vediamo, ci sono certi ambiti che stranamente tutti adesso vogliono questa roba qua. In questi casi noi parliamo con le persone, questo che si può fare. Cioè non è che faccio una graduatoria oppure tu sei venuto 5 minuti prima dell'altra o queste cose, no, non avrebbe senso. È tutto basato sul colloquio. Io ho già anche visto che abbiamo invitato i 4-5 che volevano la stessa cosa, ho detto 2 di voi lo possono fare, altri no, che spazio di contattazione abbiamo? E penso che si è sempre trovati una soluzione che ha soddisfatto un po' tutti. Volevo chiedere, io sto studio ostetricia e parlando in un ospedale mi è stato detto che per prima di cominciare a lavorare bisogna fare una specie di colloquio dove si ricevono dei punti, può essere per tipo un colloquio di temi legati alla professione, domande per esempio cosa si fa in questo caso, cosa faresti, e volevo chiedere, oggi non ho sentito parlare quindi volevo essere sicura se fosse così. Allora sì, per alcuni profili professionali facciamo anche un colloquio di idoneità per la formazione della, diciamo, graduatoria per il conferimento degli incarichi. Per altri profili, come per esempio quello di infermiera, non facciamo più questi colloqui perché comunque poi le domande vengono tutte inoltrate alla direzione infermieristica. Quello che invece si fa e che fanno tutti i profili è poi il concorso pubblico, e quello è un vero e proprio concorso con delle prove selettive per l'assunzione a tempo indeterminato. Quello è effettivamente un concorso. Quello, diciamo, a cui mi sembra di capire lei fa riferimento è un colloquio di idoneità che consente eventualmente, nel caso in cui gli aspiranti fossero di più dei posti da coprire, di creare una certa graduatoria di precedenza, ma è un colloquio, diciamo, molto banale di idoneità, sì. Ich habe 2 Fragen, und zwar einmal, wie sich der Mutterschutz verändert, ob ich einen befristeten oder unbefristeten Vertrag habe, ob ich den Wettbewerb schon gewonnen habe oder nicht, ob sich da etwas verändert, und wie sich die Gehälter also im Laufe der Berufsjahre verändern, wie da aufgestockt wird. Das ist eine wichtige Frage, das hatte ich eingangs vergessen auch zu erwähnen. Wenn Sie sich in einem befristeten Arbeitsvertrag befinden, sprich Sie haben einen Vertretungsauftrag, dann müssen Sie mindestens 3 Jahre in diesem Verhältnis sein, dass Sie dann auch die gleichen Rechte bekommen wie eine Mitarbeiterin im unbefristeten Arbeitsverhältnis. Das ist der große Unterschied, aber 3 Jahre befristet, danach erhalten Sie die gleichen Rechte wie jener mit einem unbefristeten, zu dieser Frage. Das Gehalt, ja. Sì, no, volevo solo aggiungere la differenza tra il rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato per la maternità. Si distingue solo per l'aspettativa per prole, tutto il resto è uguale sia per il rapporto di lavoro a tempo determinato che indeterminato. Dopo i 3 anni tutto il trattamento è esattamente identico, prima manca solo quella aspettativa e l'opzione di cui ha parlato prima il dottor Kugler, però gli altri istituti sono esattamente identici. Dunque in questo momento la progressione è quella, diciamo, a prescindere dalla carriera di cui abbiamo sentito parlare prima, quindi master e istituti particolari, la progressione si sviluppa ogni 2 anni con un piccolo aumento stipendiale, una piccola crescita economica che scatta ogni 2 anni previa valutazione positiva del svolgimento di quel biennio. Uno sviluppo
orizzontale del professionista lo porterà sicuramente a ad acquisire delle conoscenze in più e dover affrontare delle manovre magari più invasive o più che comportano una responsabilità maggiore, ma tale responsabilità sarà poi riconosciuta e retribuita da un punto di vista anche stipendiario o come funziona? Allora, la dottoressa Fink prima vi aveva fatto vedere le due linee in orizzontale e in verticale. L'orizzontale al momento abbiamo bisogno di svilupparla ulteriormente perché quello che cioè, gli istituti che ci sono li avete visti e cioè, non è scontato che se uno cioè, si iscrive a un master e concluda sto master poi abbia anche un riconoscimento economico. È il punto sul quale vorremmo arrivare in termini anche di meritocrazia, però è una questione anche poi insomma in che ambito faccio la mia formazione. Dico adesso per assurdità, se faccio un corso per la consulenza nell'allattamento e dopo vado a lavorare in dialisi, forse questo corso poi è anche meno spendibile, no? Quindi cerchiamo, e questo insomma le colleghe di Innsbruck l'hanno appena anche sottolineato, cerchiamo di costruire questi percorsi di specializzazione anche alla Claudiana e poi ovviamente insomma a livello nazionale di altre università, quelle comunque si possono fare, si ricevono insomma gli incentivi in termini di 150 ore. E poi insomma vediamo quali saranno gli sviluppi contrattuali. Ok, grazie. Also ich hätte eine Frage bezüglich der ECM, wie viel man jährlich machen muss und was wäre, wenn man es nicht schafft, diese in dieser bestimmten Zeit zu machen. Ja, danke für die Frage. Also bei den ECM-Punkten ist es sehr wichtig, dass diese gemacht werden, vor allem einmal für die persönliche Weiterentwicklung und danach vor Ort wirklich auch die Qualität der Betreuung anbieten zu können. Derzeit sind die Punkte, Dr. Siller, 50 Punkte, Entschuldigung, wir waren etwas reduziert und wir müssen doch schauen, was auch an Sanktionen auf uns zukommt. Was wir eben gehört haben in letzter Zeit auch, ist, dass von der Versicherungsseite auch zu Schwierigkeiten kommen kann, wenn irgendetwas passiert. Aber hier warten wir noch ab auf die Kammer. Oder gibt es etwas zu ergänzen? Also die ECM-Verpflichtung umfasst meistens 3 Jahre. Also es wird jetzt nicht jedes einzelne Jahr abgecheckt, sondern Sie müssen im Rahmen von 3 Jahren 150 Credits erlangen. Sie können einen Credit vom letzten Jahr ins nächste Jahr mitnehmen und dementsprechend dann auch ein Jahr etwas weniger Punkte machen. Wie es der Kollege erklärt hat, was wir eigentlich vermeiden, ist auf Punktejagd zu gehen, weil die Credits eigentlich dazu sind, um sich auf persönlicher und fachlicher Ebene weiterzuentwickeln und auch im Team sich weiterzuentwickeln. Im Moment ist es so, dass es noch keine Sanktionen gibt. Im Laufe des nächsten Trienniums wird das ganze Modell aber mit Sicherheit verfeinert werden. Das heißt, über die Kammern wird es als solches strengere Überprüfungen geben, ob die Eingeschriebenen die Voraussetzung für die Berufsausübung haben. Und dazu zählt auch die kontinuierliche Weiterbildung. Entsprechend kann es sein, dass die Kammern Sanktionen aussprechen bis hin zu Suspendierungen. Das ist ein Damoklesschwert. Das zweite Damoklesschwert, das wir haben, ist, dass die Versicherung, die sie abschließen müssen, um ihre Profession ausüben zu können,
im Haftfall, dass sie nicht mehr versicherungsfähig sind. Und ich denke, wenn Sie jetzt in den Beruf einsteigen, schauen Sie schon vom ersten Jahr an, dass Sie in die Weiterbildung gehen können. Ja, hallo. Ich habe meine Ausbildung in Wien gemacht und die Arbeit schon 2 Jahre in Innsbruck und möchte jetzt wieder in Südtirol Fuß fassen. Und deswegen bin ich auch mit den Südtiroler Bewerbungsprozessen nicht so vertraut und jetzt wollte ich mich nochmal genauer informieren. Wenn ich jetzt speziell an einer Station, sei es Bruneck, Brixen, egal wo, mich bewerben möchte, beispielsweise auf Orthopädie, wie funktioniert das genau? Wo bewirbe ich mich? Gibt es welche Daten? Gibt es welche Fristen? Gibt's? Kann ich mich da auch spontan bewerben? Wie funktioniert das genau? Weil ich finde, es ist nicht alles ganz so transparent und einfach gestaltet, der Bewerbungsprozess per se. Deswegen bitte nochmal ganz kurz eine Erklärung dazu. Also Sie finden in unserer Webseite die E-Mail-Adresse von Anstellungsbüro, die in die 4 Gesundheitsbezirke eingesiedelt sind. Und Telefonnummer sind auch im Webseite. Und Gesuchsformular finden Sie auch dort. Sind Sie zweisprachig? Okay. Und das Gesuch können Sie einfach per E-Mail schicken oder direkt in der Personalabteilung bringen. Und dann werden Sie von der Pflegedienstleitung, mit der Pflegedienstleitung in Kontakt gestellt. Und Sie können dann ein Gespräch mit der Pflegedienstleitung durchführen. Okay. Also gibt es da keine Fristen, weil permanente Rangordnung etc.? Also die permanente Rangordnung heißt bestimmt, dass Sie das Gesuch in jedem Moment schicken können und in jedem Moment aufgenommen wird. Okay. Als Krankenpflegerin, stimmt? Ja, sind danke. Sie Krankenpflegerin? Okay, ja, passt. Das passt. Danke. Wie funktioniert die Anerkennung des Diploms hier in Südtirol? Ja, von Österreich. Abbiamo un'esperta qui. C'è la nostra presidente dell'OPI, sapete, also Sie wissen, dass die Anerkennung zum einen über das Land erfolgt. Die Ansprechpartnerin hierfür ist Elena Kostner, die Sie entweder über E-Mail oder Telefon erreichen können. Auf der Seite des Landes gibt es die entsprechenden Informationen dazu. Und dann brauchen Sie natürlich auch noch, um in Italien Ihren Beruf auszuüben, nicht nur die Anerkennung des Diploms, sondern auch die Einschreibung in die Berufskammer. Und damit darf ich Ihnen die Präsidentin des Berufsverbandes der Krankenpflegerinnen vorstellen, die heute auch hier ist, Liliana Faveri. Grazie. Buonasera, chi è che mi ha fatto la domanda? Ah sì, ciao, buonasera. Sì, chiaramente deve essere fatto il riconoscimento anche all'ordine professionale, pertanto deve essere inviato il titolo che ha acquisito non in Italia presso il nostro ufficio che provvederà al riconoscimento, poi successivamente ci sarà l'iscrizione all'albo, ma avviene anche molto velocemente, quindi un processo molto molto rapido. Grazie. Kurze Frage, weil in der Claudiana muss man ja die Sturzprüfung machen. Wenn wir von Innsbruck kommen, müssen wir auch noch eine Sturzprüfung machen oder müssen wir nichts mehr machen? Die Unerkennung? Okay, und keine andere Prüfung mehr ablegen. Und wie lange dauert die Unerkennung circa? Bockis, okay. Sie parla di settimane o mesi? Okay.
Sembra che non ci sia nessun'altra domanda per i nostri referenti. Gibt es keine andere Fragen für unsere Referenten? Also in dem Fall werde ich euch alle an unseren Aperitif einladen im unteren Stock. Dr. Frena möchte auch etwas sagen dazu. Ja, die ganzen Fragen, Sie können sich ja gerne einmal an die Pflegedienstleitungen wenden. Ne? Die sind gerne Ansprechpartner, wenn Sie eine E-Mail kriegen oder so, dass jemand interessiert ist bezüglich Anerkennung oder der Anstellung, werden wir uns sicherlich sehr, sehr schnell melden und da punktuell weiterhelfen. Also einfach in unsere Homepage reingehen und dann auch die Pflegedirektion oder die Pflegedienstleitungen aussuchen, dann kann man sich dort direkt melden, per E-Mail oder auch per Telefon, da werden wir gerne zurückrufen und dann auch gerne weiterhelfen. Wenn ich noch etwas dazu sagen kann, also in dem Material, welches wir abgegeben haben in den Taschen, auf die USB-Sticks seien verschiedene Kontakte und Flyer und so weiter. Links, wo Sie alle Informationen sowie vom Berufskammern und natürlich die Kontakte von unseren Referenten und so weiter finden. Allora trovate nel materiale che vi abbiamo consegnato sia sulla USB stick così come anche sui flyer, sugli opuscoli, molte informazioni, i contatti, soprattutto emails e numeri telefonici per poter contattare nuovamente o l'ufficio personale o i coordinatori, eccetera. Vorrei ricordare per ultimo che i nostri referenti tutta la serata rimangono a vostra disposizione, anche se avete uno Schnäppchen in der Hand o se state bevendo un aperitivo, loro sono molto, molto a disposizione, molto volentieri vostra, e quindi non vi fate problemi a fare domande. Abbiamo ancora una domanda? Christoph, scusami. Scusate per questa domanda un po' magari indiscreta, però gli studenti altoatesini che studiano in Austria vengono pagati dalla provincia per le ore di tirocinio 6 euro e noi che rimaniamo in Alto Adige e studiamo qua e potenzialmente spendiamo i nostri soldi in Alto Adige veniamo pagati 5 euro. Alla fine di ogni anno fa una grossa differenza, secondo me, viste le ore di tirocinio che facciamo. Queste sono le informazioni che abbiamo dagli studenti austriaci. È un'informazione, un suggerimento che me lo porto volentieri a casa. Grazie. A parte, lei sa che in Austria adesso tutti gli studenti ricevono 600 euro dallo Stato. Esatto, ogni mese, quindi come 400 modello più germanico. 200. Quindi noi questa cosa qua dei 6 euro avevamo fatto per equiparare i nostri a quelli austriaci e adesso dovremo rivedere un po' questo concetto qua perché a questo punto sarebbero nuovamente avvantaggiati i nostri rispetto agli austriaci. I due assessori alla salute si sono già visti e telefonati che non è che possiamo farci concorrenza a vicenda, ma comunque entro l'anno o all'inizio del prossimo anno questa cosa dobbiamo regolare. Grazie. Comunque grazie del suggerimento. Danke. Allora, vogliamo salutare tutti, nel frattempo ci ritroviamo sotto. Grazie, vorrei ringraziare tutti voi referenti che vi siete messi a disposizione, grazie al dottor Burger che rimane a disposizione vostra, a voi tutti ragazzi e ragazze, dottoressa Favari, gli info point verranno aperti adesso, quindi se avete domande rimaniamo a disposizione e vi auguro ancora una buonissima serata, grazie, grazie a tutti voi di essere venuti. La dottoressa Siller vuole aggiungere qualcosa. Ich darf mich auch noch bedanken. Es ist immer wieder eine Freude, euch zwei bei diesen Abenden mitzuhaben. Danke, Christoph Zisch. Danke, Silvana. Si scappi adesso. Vi ringrazio tantissimo per l'accompagnamento. E a voi auguro, intanto se avete ancora bisogno di informazioni non esitate a fermarci lì davanti ai tavoli e gustatevi dopo l'aperitivo e la chiacchierata con noi. Ancien Abend.